durch die ganze Corona-Pandemie letzten Jahres war, glaube ich, so ein bisschen meine Batterie leer geworden. Jetzt mit der Halle motiviert mich das umso mehr, dieses Jahr noch mehr Gas zu geben. Für den BMX-Sport ist so eine Halle perfekte Trainingsbedingung und ich glaube, dass auch mehr Leute motiviert sind, BMX fahren zu wollen, wenn sie sowas sehen. Mein erster Tag hier war mein Geburtstag. Es war so wie ein Geburtstagsgeschenk und Weihnachten alles auf einmal. Ich war Gast beim Team Deutschland Podcast und da ist mir eingefallen, dass man ja mal außerhalb des Tellerrands denken kann und habe dann erwähnt, dass man zum Beispiel Clubs oder Sonstiges unterstützen kann in Deutschland, wenn die gerade zum Beispiel pleite gehen und vielleicht könnte man einfach in der Corona-Zeit hier irgendwas zusammen aufbauen. Und das haben wir dann zusammen gemeistert und geschafft. Die Halle ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie hat alle Features, die ich brauche für Olympia und bietet die besten Trainingsmöglichkeiten, die es jetzt gerade geben könnte. Und für mich ist es eine riesen Unterstützung, macht mich auch ziemlich stolz und glücklich und ich freue mich natürlich, dass andere genauso motiviert sind wie ich und wir gemeinsam diesen Weg gehen können. Danke Lotto und danke Siegerchance für das hier.